Für Harz und Herzlich Henry scheint sich alles zum Guten zu wenden. Nach 2 Jahren erfolgloser Jobsuche hat er endlich ein Vorstellungsgespräch ergattert. Bei der 66-jährigen Siggi spitzt sich die finanzielle Lage jedoch immer weiter zu. Für Harz und Herzlich Coco geht es steil bergauf. Schon seit 8 Monaten arbeitet sie erfolgreich als Reinigungskraft und ist nicht mehr auf staatliche Hilfe angewiesen. Nun gibt es auch für ihren Freund Henry positive Neuigkeiten. Nach vielen erfolglosen Bewerbungen hat er nun ein Vorstellungsgespräch als Helfer in der Grünpflege. Auch Nico will sein Leben endlich ändern und mit Hilfe seines Bruders Leon einen Neuanfang in Schönebeck starten. Der 66-jährigen Siggi steht jedoch das Wasser bis zum Hals. Tochter Emma immer noch in der Pflegefamilie. In 3 neuen Folgen richtet Harz und Herzlich erneut den Blick nach Magdeburg. Während die Plattenbauten zu DDR-Zeiten noch als beliebte Wohnviertel galten, sind die Viertel in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts heute oft von Armut und Arbeitslosigkeit geprägt. Harz und Herzlich blickt hinter die Kulissen. Mit ihrem neuen Job als Reinigungskraft kann Coco Partner Henry und ihre Kinder Selina und Niklas endlich ohne staatliche Unterstützung durchbringen. Trotzdem ist das Geld für die Familie aus dem Magdeburger Plattenbau zum Leben knapp. Doch jetzt hat auch Henry nach über 2 Jahren erfolgloser Jobsuche endlich eine Einladung zum Bewerbungsgespräch ergattert. Ob der 30-Jährige die Stelle als Helfer in der Grünpflege bekommt, ist jedoch noch unsicher, denn er hat keine Ausbildung. In Magdeburgs Nachbarstadt Schönebeck lebt das Teenager-Pärchen Lisa und Leon. Während die beiden um die Rückkehr von Tochter Emma aus der Pflegefamilie kämpfen, bekommt Leon Besuch von seinem Bruder Nico, der in Schönebeck ein neues Leben beginnen will. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung. Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen. Anzeige. Rentnerin Siggi im Stadtteil Sudenburg steht das Wasser bis zum Hals. Weil ihre Grundsicherung nach Neubeantragung immer noch nicht ausgezahlt wurde, hat sie kaum mehr Geld zum Leben. Aus der Not heraus versucht die 66-Jährige ein paar Dinge zu verkaufen und mit kreativen Rezeptideen durchzuhalten. Ob sie bald positive Nachrichten vom Amt bekommt? Wir drücken die Daumen. Die neue Folge von Harz und Herzlich aus Magdeburg wird heute am Dienstag, den 16. Januar 2024 um 21.15 Uhr bei RTL 2 ausgestrahlt. Auf RTL Plus sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.